Jo, damit willkommen. Wir sind wieder bei Zelda, wir sind in der Wüste. Und zu diesem schwitzig heißen Wetter passt das ganz gut, weil nicht nur Link, der schwitzt sich hier zu Tode. Nein, wir tun das auch in unseren Wohnzimmern. Alter Schwede, 32 Grad, absolut zu warm für mich, persönlich. Ich wohne zu weit oben im Haus. sozusagen eine Dachgeschosswohnung. Das bombt hier richtig rein. Und uiuiui, das hat aber auch zu schaffen mir gemacht, die letzten zwei Wochen. Bis ich mich so halbwegs jetzt dran gewöhnt habe. Aber gut. So ist es nun mal im Sommer, ne? Es wird warm. Ich wünsche mir aber echt, ich hätte eine Klima. Hat jemand von euch Erfahrung mit so einem Luft-Wasser-Verdünster? Es gibt auch diese Ventilatoren, ne? Da kannst du, meistens ist das unten, dass du da einen Wasserbehälter hast, gießt dort Wasser rein, machst da ein paar Kühlpads oder Eiswürfel mit rein und dann tut er das irgendwie in die Luft blasen, das Ganze. So. Jetzt sind die Reviews, die man dazu liest, zu diesen Dingern immer sehr gemixt, sage ich es mal. Die einen sagen, es bringt gar nichts. Rausgeworfenes Geld, die anderen sagen, geil. Und ich glaube, diesen Nachrichten, diesen Reviews nie, die sagen, geil. Ich glaube immer, die sind eingekauft. Ja. Deswegen habe ich mir so ein Ding noch nicht angeschafft, weil die sind nicht ganz günstig. Ist nicht so, dass du die für ein 20 mal bekommst, ausprobierst und gut ist. Jo. Wir müssen gerade mal gucken. Wir sollen ja die Prinzessin suchen, wenn ihr euch noch erinnert. Königin Ritschu war nirgends zu finden, aber Beiler konnte dir sagen, dass die Königin in den Nord-Gerudo-Ruinen an ihren Fähigkeiten arbeitet. Na gut, Norden heißt für mich geradeaus. Die Karte haben wir nicht mehr so, dass sie sich mitdreht die ganze Zeit. Und daher passt es. Jo, also diese Lufterfrischungs-Dingsi-Bumsis, die Ventilatoren mit Wasser. Ich traue denen nicht so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die so bombastisch sind. Selbst wenn du ein besseres dir holst und ganz viel Eis reinmachst. Weil die sind ja eigentlich portabel. Und da müssten sich ja viele in ihren Häusern keine Klima mehr einbauen, die richtig viel Strom kostet. Okay, der klettert da nicht hoch. Würde ja keinen Sinn machen. Und trotzdem baut sich jeder eine verdammte Klima ein. Aber alter Schwede, Klimaanlagen, die fressen echt, aber echt richtig Strom. Wenn ich das richtig noch im Kopf habe, waren das rund 2000 Watt oder mehr. Stell dir mal vor, die hast du wirklich 10 Stunden am Tag an, dann sind es 2 Kilowatt. In 10 Tagen 20. Im Monat also 60. 3 heiße Monate. Und das ist 180 Kilowatt, damit du es kühl hast. Es geht ins Geld, ne? Okay. Feuer hatten wir festgestellt. Macht bei denen viel Sinn. Vielleicht jemand. Ach, guck mal. Mit einem Schuss dann sogar. Schon aber witzig, dass hier Kreaturen in der Wüste, in der heißen Wüste rumdackeln, die dann empfindlich gegen Hitze sind. Aber gut, ihr werdet mir jetzt auch sagen, du brennst aber auch, wenn du mit einem Feuerpfeil angeschossen wirst. Dann ist dir auch egal, dass du in der Wüste aushalten kannst mit einem Schleier oder sowas. Ja, habt ihr recht. Trotzdem. Das sind böse Gegner. Ich hätte erwartet, dass sie Wasser irgendwie als Schwäche haben.
Vielleicht haben sie das auch. Vielleicht sind die allgemein gegen Elementarschäden nur empfindlich. Wisst ihr, was eigentlich unser Problem ist? Ich weiß gar nicht, ob ich in Richtung Norden laufe. Ich sehe mich ja selbst auf der... unten auf der Karte nicht mehr. Ich habe ja gar keinen Kompass. Ich weiß ja gar nicht, ob ich hier jetzt richtig bin. Ist ja auch interessant. Licht. Oh, da ist ein Krog, ne? Oh, Enttäuschung pur. Es ist eher extrem heiß. Die bisherigen Schutzmaßnahmen reichen nicht mehr aus. Das ist, weil wir nicht mehr im Nebel sind, ne? Oder und Schatten haben. Okay, das interessiert den Link jetzt wirklich keinen Meter mehr. Wir hatten doch irgendwas, was hier. Das hier. Weil er jetzt die Haare hoch hat, ist er mehr hitzebeständig, der Mann. Okay, das wird... Ach, das ist eine Hilfe für uns, damit wir wissen, wo lang wir gehen müssen. Okay. Cool. Also gehe ich von aus. Sieht so aus, als ob es extra in Richtung Norden zeigt. Dann kommen wir bei irgendwelchen Ruinen an. Die Prinzessin sucht ja irgendwas. Dann wird sie sagen, och, wie hast denn du das gemacht? Und dann sagt sie, oh, hallo Link. Lange nicht mehr gesehen. Okay, guck mal, hier sind wieder die Dinger. Wir können jetzt mal testen, Wasser genauso Schaden macht wie Feuer. Jo, Elementarschaden langt. Gib du Herz. Guck mal, hier ist auch wieder was fürs Licht. Oh weh, oh weh, oh weh. Müssen wir da durch die Wüste irgendwie ein Lichträtsel lösen gleich? Weil noch ist es ja auf gar nichts gestoßen, ne? Als Art Widerstand. Der Lichtstrahl hört hier jetzt auch auf. Das Ganze zeigt doch nach irgendwie nach oben, ne? Dann müssen wir irgendwas machen. Also ich weiß ja nicht. Wir gehen einfach mal weiter nach Norden. In den Ruinen im Norden. Keine Ahnung, wo die sind, aber ich werde es hoffentlich rausfinden. Okay, das sind wieder, ach, das sind die Fliegenden. Ach, jetzt kommen sie überall. Der zeigt uns wirklich null an, wo wir sind. Der tut die ganze Karte kaputt machen, nicht nur die Wüste. Das ist ja auch bitterböse.
Der hat überlebt. Na komm, das sind diese Ruinen, von denen alle reden, ne? Mehr Ruine geht ja fast gar nicht mehr. Ist hier nichts übrig. Nur zwei Steine. Okay, ich habe absolut keine Ahnung. Ach, guck mal an, mit Wasser werden die hell. Kann man denen dann Schaden gut zurichten? Wir hätten gucken sollen, ob wir uns so eine blöde Sandtruppe hätten schnappen können. Du kannst nicht weitergehen, okay. Das heißt, wir sind an einen Rand gekommen, okay. Nice, das habe ich auch in Breath of the Wild noch nicht geschafft gehabt. Also vielleicht hat es doch was mit einem Lichtstrahl auf sich. Wir sehen ihn jetzt schon wieder. Ich sag, wie es ist. Also wundert mich schon sehr, dass der nicht auf der passenden Höhe ist, dass wir den weiter umleiten können. Aha, guck mal da. Was zum Drehen, das tut das andere garantiert hoch. Ja, es hebt das an, perfekt. Guck es dir an. Okay. Interessant, dass da jetzt ein Dings raus wurde. Ein Dreieck. Ich gehe stark von aus, da dürfen wir nichts bewegen, da? Ja. Also dann folgen wir einfach mal dem Licht. Wird schon seinen Grund haben, dass es da ist. Wenn das jetzt aber eine Nebenquest wäre, wäre das schon echt merkwürdig. Eine Chili in der Wüste, dazu auch noch Frostmelonen in der Wüste und Zitterkraut. Jetzt fehlen uns nur noch die Wasserfrüchte, dann haben wir alle Elemente vertreten. Frage ist natürlich, der Lichtstrahl, der geht ja eigentlich schon wieder direkt in die andere Richtung zurück. Sollen wir dahin? Also sollen wir wieder zurück? Holzpfeile? Das sind eine ganze Menge Holzpfeile. Und da, was? Elektrofrucht. Das ist ja auch wieder sehr interessant, was wir uns hier da bieten. Ich
Aber es sieht gut aus. Guck mal, was wir hier an Extras gerade kriegen. Hat sich auch jemand ein Lagerfeuer gemacht. Oho, da oben ist auch noch mal was. Okay, schade, ich darf mal drehen. Schade. Okay, ich habe verstanden. Wir müssen einen Arm dran kleben. Haben wir denn etwas, was als Arm hier fungiert? Nee, nicht wirklich. Aber ist okay. Du und ich kriegen das schon hin. Für was haben wir denn die ganzen Waffen? Jetzt mal hier gucken wir. Und wieder kein Krog. Die nächste Enttäuschung. Oh. Guck mal, da sind Arme drin. Und mehr. Das sind Schwebeplattformen. Ja, die schweben, wenn wir es aktivieren. Ich brauche ja eigentlich nur einen Arm. Mist. Machen wir das so. Oh, guck mal, da hinten. Ein Tempel, also ein Schrein. Sag bloß, ich muss alle rankleben. Also ich sehe keinen von beiden Lichtstrahlen sich jetzt ändern. Jetzt passiert was. Okay. Das sieht wie Ruinen auch aus. Ich würde sagen, das passt. Ja, klopfen wir uns jetzt dreimal auf die Schulter jeder und dann sind wir happy. So, natürlich, es wird Nacht und wir müssen die Kleidung wechseln, weil es wird Nacht. Haben wir was noch zum Markieren? Nee. Alle aufgebraucht. Alle.
Dann werden wir wohl ein andermal die Schreine markieren oder machen. Das war knapp. So, ich fühle mich aber irgendwie verkackeiert. Gerade eben hat es noch fett geleuchtet. Jetzt sehe ich gar nichts mehr an Leuchten. Natürlich. Nee, das ist der Turm da hinten, ne? Also ich sag, wie es ist. Ich fühle mich verarscht. Es hat so schön geleuchtet und es war doch mittig. Wir sind doch mehr oder weniger in der Mitte davon, wo es auch immer ist. Jetzt ist hier gar nichts mehr. Ist doch auch nur ein Leuchtturm. Ja, das ist einer. Also Leuchtturm im Sinne von, es strahlt Licht. Ich komme irgendwie nicht auf den Nenner, ne? Wir sind jetzt schon wieder fast bei dem anderen da drüben. Und immer noch nicht vor dieses komische Objekt, was gerade eben heraufbeschworen wurde. War doch genau in der Mitte davon, dachte ich. Es kann ja nicht so schwer sein, jetzt hier die Mitte irgendwie zu finden. Wir müssten ja eigentlich nur hier lang gehen, ne? Von der Spitze zur Mitte der Geraden. Da müssten wir automatisch durch die Mitte laufen. Da ist es doch. Geht doch. Wie bin ich denn da gerade eben dran vorbeigelaufen? Okay, es hilft uns ein Haufen Mist weiter, weil wir wahrscheinlich die Prinzessin noch nicht abgeholt haben, wo die auch immer rumgeiert. In den nördlichen Ruinen. Der soll sie sein. In den Nord-Gerudo-Ruinen an ihren Fähigkeiten arbeitet. Und auf der Karte ist dies nirgends markiert. Ja super, haben wir schon mal das Rätsel gelöst? Jetzt brauchen wir noch die Prinzessin. Können wir wenigstens uns schreien? Rutschpartie, Mayatata-Schrein.
Na, sieh mal an. Jetzt haben wir ein Stück Karte gerade gehabt und konnten uns orientieren. Riechu aus Gerudo-Stadt. Da bin ich knallhart dran vorbeigelaufen, ha? Huh? Also wir müssen in die Richtung gehen. Okay. Ja, das könnte in der Tat Norden sein. Und ich bin Richtung Süden raus, weil ich aus irgendeinem unerfindlichen Grund dachte, die Burg ist nach Norden ausgerichtet und ich gehe einfach an ihr vorbei und komme dann dort an. このままでは、また皆を守れぬ。リンク。驚いたな。このような場所で会うとは。 Kommst du im rechten Augenblick? Ich würde sagen, wir kommen nicht im rechten Augenblick. Wir sind spät dran. Schloss Hyrule ist in den Himmel aufgestiegen und Zelda verschwunden. Und jetzt suchst du nach ihr? Link, ich fühle mit dir. Auch für mich ist Zelda eine teure Freundin und wir müssen sie finden. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um dir dabei zu helfen. Und deswegen muss ich zusehen, dass ich der Bedrohung, der wir Gerudo gegenüberstehen, bald ein Ende mache. Es war sicher nicht einfach, den ganzen Weg hierher zu kommen, oder? Dieser Sandsturm zog zur selben Zeit auf, als auch das seltsame Geschehen um Schloss Hyrule seinen Anfang nahm. Kaum, dass wir uns versahen, erstreckte sich der Sturm über die ganze Wüste mitsamt unserer Stadt. Und er brachte Schwärme unbekannter Monster mit sich. Wir nennen sie Gyptos. Sie sind langsam, aber fast immun gegen Angriffe. Sie haben uns die Untersuchung des Sandsturms nicht leicht gemacht. Hast du mir gerade zugesehen? Ich versuche gerade, diese Übungspuppe mit einem Blitzschlag zu treffen. Denn vielleicht wären Blitze ja eine effektive Attacke gegen Gyptos. Aber ich habe diese Technik erst vor kurzem erlernt. Ich kann sie noch nicht so einsetzen, wie ich es gern hätte. Ich will diese Kraft schnellstmöglich zu beherrschen lernen und die Bedrohung durch die Gyptos auszuschalten. Außerdem will ich herausfinden, wo dieser Sandsturm herkommt und dir bei deiner Suche nach Zelda helfen. Hilfst du mir dabei zu lernen, wie ich meine Kraft richtig einsetze? Schieß für mich einen Pfeil auf die Übungspuppe dort. Ich versuche dann, sie mit einem Blitzschlag zu treffen. Aha, dafür brauchst du unseren Pfeil, oder was? Ah, lief ja spitze. Dann weiter zum nächsten Schritt. Ziele auf die Puppen dort. Wir sollten versuchen, sie alle auf einmal auszuschalten. Das geht nicht, wenn man direkt auf eine Puppe zielt. Ziele stattdessen in die Mitte zwischen den drei Puppen, in etwa dort, wo der Felsen herausragt. Doch je weiter das Ziel meines Blitzes entfernt ist, desto länger muss ich Energie aufladen. Vergiss das nicht, klar? Okay, also wie lange kann sie denn aufladen? Okay, weiter geht's bei ihr nicht.
Ja, so langsam habe ich es raus. Die Gyptos können sich auf Earth gefasst machen. Link, vielen Dank für deine Hilfe. So, die geheimnisvolle, mysteriöse Stimme. Auch ihr wird sie zum Teil. Was war das? Das war doch nicht der Sandsturm. Du hast es auch gehört, oder? Eine Nachricht, Herrin, sagt die Fande. Eine Horde Gyptos greift den Wüstenbasar an. Beile hat sich schon dorthin auf den Weg gemacht. Wie? Gut, verstanden. Ich danke dir. Link, wir sollten uns auch schleunigst zum Wüstenbasar aufmachen. Ohne deine Hilfe beim Zielen kann ich meine Blitze noch nicht richtig einsetzen. Ich bitte dich erneut um Unterstützung. Der Wüstenbasar liegt in einer Oase nordöstlich von Gerudo-Stadt. Das weißt du doch, oder? Demonstrieren wir diesen Gyptos mal, wozu wir in der Lage sind. Ja, aber ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich hab's aber gesehen. Truhe. Bestimmt Pfeile. Königsbogen mit hoher Haltbarkeit. Ui, der ist auch gut. Dann machen wir hier den Kleid mal weg. Wundert mich, dass es keine Pfeile waren, weil theoretisch, wenn die sagt, schieß mal dahin und wir haben keine Pfeile, was machen wir denn dann? Kommen wir später wieder? Deswegen hätte ich hier echt erwartet, dass ein paar rumliegen. Aber gut, der Wüstenbasar, der ist hier. Teleport. Die Gyptos dürfen nicht entkommen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Weil die greifen ja an. Ja, wenn es so weitergeht und schon weg. Tut mir leid, dass ich nicht früher hier sein konnte. Jetzt werden diese Gyptos ausgelöscht. Mir nach, auf in den Kampf. Link, ich verlasse mich auf dich. Ach, da hinten sind die Nächsten. Okay. Bin gerade so ein bisschen... Wo sind sie denn alle? Ach, die sind aber jetzt weit weg. Passiert was, wenn ich da hin mache? Guck mal, die großen Pilze gehen kaputt. Nein, das sollte nicht die Chica treffen. Schon overpowered Skill. Biura, warerano totoku made yoku mochi kotaete kureta. Konkai, Gibudo ni ikazuchi ga kiku to kakunin dekita no wa ookina shoukaku de atta na. Nein, Wasser und Feuer funktioniert auch. Zelda!
竜巻がゲルドの町の方に発生し、ゼルダもそちらへ向かって消えた。ビューラ、町へ戻るぞ。母。リンク、我らは先に行く。町で落ち合おう。 Okay, aber liegen denn jetzt hier noch die Ressourcen von den Monstern rum? Und wo haben die uns gerade hingepackt? Haben die nicht von ganz woanders angegriffen? Ich wusste, wir hätten sie zuerst einsammeln sollen. Aber ich habe auch gedacht, das geht einfach viel, viel länger, dieser Angriff. Oder... Nee, da hinten liegt das Zeug noch. Perfekt. Braucht man bestimmt für irgendeine Rüstung. Okay, wir haben diesen großen Pilz jetzt entfernt und das hat uns nichts gebracht. Na gut, was weg ist, ist weg. Da liegt aber noch was. Da liegt nicht nur etwas, hier liegt eine ganze Menge noch. So, Gerudo-Stadt. Sieh dir das an, Link. Ein Gyptonest, genau wie beim Wüstenbazar. Laut dem... Ach so, die Pilze sind die Nester von den Dingern. Okay. Laut dem Bericht, den ich erhalten habe, ist es zur gleichen Zeit aufgetaucht, als auch die Wirbelwinde aufkamen. Allerdings scheinen wir es diesmal mit gleich drei Nestern zu tun zu haben. Alle drei vor dem Fort meiner Stadt. Man könnte meinen, uns würde eine ganze Horde Gyptos auf einmal überrennen wollen. In diesem Zustand, wenn sie sich im Verteidigungsmodus befinden, sind sie äußerst widerstandsfähig. Aber sobald sie sich öffnen und Gyptos aus ihnen hervorströmen, sind sie für eine kurze Zeit angreifbar. Die Gyptos werden kommen, da besteht gar keine Frage. Und das wird der Zeitpunkt sein, an dem wir zurückschlagen. Und da kommt wieder die magische Stimme. Koi. Koi. Schon wieder, hast du das auch gehört? Komm zu mir, sie ruft mich. Königin Riju, Link, was geht hier vor? Nein, es ist nichts, Beiler. Mach dir keine Sorge. Link, der Schutz dieser Stadt hat jetzt höchste Priorität. Konzentrieren wir uns auf die Gegner direkt vor unseren Toren. Wir müssen uns umgehend zur Schlacht rüsten. Wir hätten auch einfach direkt loslegen können. Aber ja, hock dich nur mal auf deinen Thron, ganz wichtig. Oh.
So, was können wir tun? Bitte sprich mit Kommandantin Tekle an den Truppenbasis über die Aufstellung unserer Truppen. Echt jetzt? Ach nö, ein Strategie-Minispiel, habe ich ja gar keinen Bock drauf. Na gut. Truppen aufstellen. Dann stellen wir Truppen auf. Speerkriegerin. Macht das einen Unterschied, wo ich sie hinpacke? Wenn ich nur so auswählen darf und nicht irgendwie auf einer Map die hinstellen darf? Zum Nordtor. Säbelkriegerin. Ans Osttor. Artillerie. Zum Westtor. Soweit so gut. Sammeln wir noch die Gegenstände ein? Na, das sieht ja fast so aus, als ob es hier wirklich bombastisch viel werden wird. Spiegel. Pfosten. Flammenwerfer. Und zwei Holzpfeile. Barrikade errichten. Versperr das... Nordtor? Ich glaube, das ist der längste Weg. Ich glaube, vom West nach Ost geht schneller, ne? Die Eisenfässer der Barrikade werden die Blitzangriffe noch effektiver machen, okay? Ich bin ein Genie. Alles so geplant. Barrikade? Achso, nö, sie kann nur eine, okay? Gerudo-Schild, aber meine Tasche ist voll. Auf die Lanzen machen wir mal weg. Schild, nee, behalten wir, wie sie sind. Haben wir gut. Gerudo-Messer. Gerudo-Zweihänder. Gerudo-Lanze. Gerudo-Bogen. Guck mal, der geht fast kaputt. Nehmen wir einen neuen stattdessen. 30 Pfeile. Also wir haben hier jetzt gut Materialien gekriegt. Dann sagen wir doch mal der Prinzessin, dass wir jetzt gern möchten, dass die Gegner kommen. Ist nett, dass die Gegner mal warten, bis wir fertig vorbereitet sind, ne? Link. Die Stimme, die wir gehört haben. Ich würde schon sehr gerne wissen, wer oder was sich dahinter verbirgt, aber... Natürlich. Dafür war jetzt keine Zeit mehr. So, da würde ich jetzt sagen, gehen wir als erstes hin. Ich glaube, die Artillerie hat mehr Chancen aufzuhalten als umgekehrt. Okay, der Norden scheint irgendwie näher zu sein.
Oh, ich verwechsel gerade das Tor. Hä? Warum geht es nicht kaputt? Los, Prinzessin. Vorhin ist es einfach kaputt gegangen. Hä? Na, ich blick das noch nicht so ganz. Ich dachte, ich hätte es geblickt, aber ich blick's anscheinend nicht. Warte mal, jetzt ist es. Jetzt? Ah, okay. Wenn Gegner rauskommen direkt, okay. Also nicht, wenn hier ein Angriff läuft, sondern da, die müssen hier schon wirklich explizit. Das kriegen die hin. Machen sie gut. Damn. Los, mach den Elektroschokoladen-Dingens-Bumsen. So. Funktionieren Bomben gegen die? Ich würde sagen, nicht schlecht. So, fehlt nur noch Mister im Norden. Ich meine, guck mal, die müssten ja jetzt eigentlich, genau, vom Blitz komplett platt werden. Die Prinzessin darf jetzt noch Elektro, genau. Und der müsste ja jetzt eigentlich neue Gegner ausspucken. Pichu wird angegriffen. Wo ist er denn? Ah, sie wird schon überleben. Ressourcen. Muss alles eingesammelt werden. Ja, was macht denn die königliche Wache? Und wo ist diese Ritschu? Dass sie die ganze Zeit Aua nimmt. Das ist ja nicht wahr. Ich dachte, die läuft die ganze Zeit mit mir rum. Die bleibt einfach in der Mitte stehen. Sagt mir das doch. Na gut, so haben wir auch heute mal wieder einen Game-Over-Screen gesehen. Wie, es geht nicht mal... Och, nö. Und natürlich, wir haben nichts davon entdeckt. So, guck mal, hier waren Truhen. Die habe ich aber übersehen. Ach du Schande.
So, den wollten wir weglegen, weil wir einen neuen dafür kriegen. So. Der Rest ist aber eingesammelt, ne? Ja. Wir könnten ja hier nochmal kurz reingucken. Aber auch hier scheint nichts Besonderes zu sein. Na gut, dann machen wir das jetzt nochmal. Wir haben ja einen Dreh jetzt raus. Wir wissen jetzt auch, warum das die ganze Zeit hier nicht funktioniert hat. Halt. Die hat aber Barrikaden gebaut, ne? Ja, sieht gut aus. So, dann auf und davon. Das machen wir jetzt richtig flott. Wir haben es ja jetzt verstanden, wie es geht. Na los? Warum? Hat das einen Timer? Jetzt aber. So. So, damit haben wir uns ein bisschen Zeit gekauft, dass die nicht so schnell zur Prinzessin jetzt kommen. Link, renn schneller! Nein, da ist es vorbei. So, dann machen wir einen letzten. Ach, ein bisschen zu hoch. Und ein bisschen zu tief. Naja, gut, hier. Natürlich. Da ist irgendein Pfeil eine Sekunde vorher wieder runtergekommen, ne? So, das sind die besten Wachen der Welt. Die lassen alle Gegner durch. What the fuck hat sie denn jetzt angegriffen, dass die so schnell down war? Hä? Die hat das letzte Mal aber länger ausgehalten. Also irgendwas übersehe ich noch. Was hat denn jetzt so viel Damage gemacht? Die hatte nur einen Schlag gehabt. Na immerhin, die Kisten sind schon mal wieder eingesammelt. Die anderen Waffen haben wir aber jetzt erkundet. Jawohl, sehr gut. Na gut, aller guten Dinge sind drei, ne? Ist schon peinlich für eine Stadtwache, dass die da nichts hinkriegen.
Wahrlich, die besten Krieger der Welt. Wir gehen einfach beim nächsten Mal auch durch die Mitte. Statt außen rum, damit wir innen drin die Gegner platt machen. Sonst wird die wieder gefetzt. Ja, komm schon. Das ist wirklich die Krux, ne? Bis die hier anfangen. Jetzt dürfen wir. Bis die hier damit anfangen, ne? Schön gemacht. Können die ganzen Gegner schön ins hier in die Mitte laufen. Och nö, in dem Moment, wo ich losschieße, oder was? So, die kämpfen ja noch. Damit ist der schon mal weg. Blitz, komm schon. Okay, ist das der letzte oder was? Oh, das war ein bisschen jetzt. Wo ist denn der Rest? Na gut, kann ja jetzt nur noch an einem Tor sein, ne? Warum brauchen die so lange von hier aus jetzt? Willst du mir sagen, die Wachen machen ihren Job? Fühlt euch geehrt, das war ein königlicher Blitzschlag. Mann, die ist wirklich klein im Gegensatz zu den anderen. Bestimmt zwei Köpfe kleiner. Link, ich danke dir im Namen der Gerudo. Für deinen Einsatz ohne dich hätten wir den Kampf nie gewonnen.
Da nun die Gyptonester um die Stadt herum zerstört sind, sollte sich die Lage hier vorerst wieder beruhigt haben. Weißt du, mir fiel auf, dass die Nester zu Sand zerfielen, als wir sie vernichteten. Die Gyptos und der Sand stehen wohl irgendwie miteinander in Verbindung. Ob vielleicht der Sandsturm sie gerufen hat? Oder ob sie am Ende den Sandsturm gar selbst erzeugt haben? Und noch was will mir nicht aus dem Kopf. Die Stimme, die wir beide gehört haben. Eine Stimme und Blitze. Das alles erinnert mich an etwas. Link, ich will dir etwas zeigen. Bitte komm zum Wandbild hinter dem großen Saal in der Untergrundstadt. Weil du's bist. So, da, das, das ist das Wandbild, oder? Oh, die haben Unterricht und wir dürfen, während die Unterricht haben, nicht rein. Okay. Ah, guck mal da. Link, gut, dass du hier bist. Bitte sieh dieses Wandbild an. Wir Gerudo nehmen an, dass es von unseren Vorfahren stammt. Als es erschaffen wurde, wurde diese unterirdische Stadt auch als Zufluchtsort genutzt, genau wie jetzt. In grauer Vorzeit wurden die Gerudo wohl schon einmal von einer schrecklichen Katastrophe bedroht. Da steht hinter dem Thron rote Säulen in der Hitze, Licht im Dreieck, Stein der Blitze. Okay, haben wir schon gelöst. Machen wir mal weiter. Du musst einfach nur noch mitkommen, meine Liebe. Haben schon alles erledigt. Wie das wohl ist, ein Maulwurf zu sein, sich so durch die Erde zu wühlen den ganzen Tag. Ach, falsche Taste. Es ist wieder heiß geworden, weil wir haben ja jetzt tagsüber. Wir müssen wieder andere Kleidung anziehen. Oh, das mit der Ausdauer, mit dem Rennen, ne? Mit dem Sprinten, das nervt sowas von. Das hätten sie ruhig großzügiger gestalten können für den nächsten Teil, also für Tears of Kingdom. Fürs Klettern bin ich ja dabei, fürs Schwimmen von mir aus. Aber fürs Sprinten hier hätten sie ruhig sagen können, braucht er nicht. Link. Hast du gesehen, Link? Da ist Zelda. Jetzt ist sie nicht mehr da. Schade, ich wollte doch erdolchen. Dann gehörst du mir ganz allein. Als ich hörte, was du zu sagen hattest, bin ich sofort hierher geeilt.
Wir haben jetzt schon zweimal vermeintlich Zelda gesehen. Das kann doch kein Zufall sein. Doch jetzt gibt es erstmal Wichtigeres zu tun, als darüber nachzugrübeln. Das ist also erschienen, nachdem du das Rätsel des Wandbilds gelöst hast. Nicht wahr, Link? Auf dem Wandbild war von einem Stein der Blitz zu lesen. Sollen wir mal versuchen, meinen Blitzschlag auf den Stein loszulassen? Dass sie dafür immer noch meine Hilfe braucht. Haben wir jetzt den Sandtempel freigeschaltet? Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh, und ich sehe schon. Blitze feuern auf die Türme und auf diese Augen. Okay. So, das muss ich also immer aktivieren, jetzt wie öde. Aber sie scheint mitzulaufen, oder? Nee. Doch, sie läuft mit. Okay, cool. Der Donnertempel. In der Wüste, Donnertempel, okay. Ich hätte jetzt irgendwie Sandtempel oder sonst was erwartet, aber liegt wohl eher nahe, dass das Ding Donnertempel heißt, wenn sie Blitze macht. Fuchikago. Oh, schon den Bossgegner. Mann, sind wir gut. Königin, Heiliger des Donnertempels. Na, das wird wahrscheinlich nur eine erste Phase sein, ne? What the fuck? Ich meine, wir hatten extra ein bisschen gekocht, genau. Okay, der Wirbelsturm ist echt hart. Wo ist sie denn? Ah,
es ist schon ein merkwürdiger Kampf. Fühlt sich nicht gut an. Vielleicht sollte ich einfach hingehen und draufhauen. Wow. So, jetzt haut's ab, ne? Oder ist einfach Halbzeit und die macht jetzt hier zweite Phase schon. Ja, wollte schon sagen, wäre auch merkwürdig gewesen, der Bosskampf am Anfang zu haben. Sie ist in Richtung der Spitze geflohen. Um ihr zu folgen, müssen wir im Gebäude einen Weg nach oben finden. Wir könnten auch einfach hochklettern. Link, lass uns herausfinden, wie wir hineinkommen. Ja, wie könnten wir nur hineinkommen? Habt ihr vielleicht eine Idee, Kinder? Ihr meint, ich könnte das hier zerschießen und dann könnten wir vielleicht rein? Das hört sich nach einer Idee an. Wollen wir das vielleicht gleich mal ausprobieren? Nee, Prinzessin. Danke. Die will es uns aber auch schwer machen. Natürlich. Okay, den Pfeil nehmen wir noch wieder mit. Ich weiß nämlich nicht, wie viele Pfeile wir gerade haben. Wir haben 55 nur noch, okay. Okay, nett, ein Flammenwerfer. Ja, ein Flammenwerfer haben wir bekommen. So, ein paar Pfeile. Was haben wir hier? Krokwedelfischer. Oh, nö, brauchen wir nicht. Doch, 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 warte mal, brauchen wir. Brauchen wir keinen Ventilator, ne? Dann können wir den sonst jetzt so wegmachen. Gehen wir auch hier mal hin, werfen einen Speer weg, nehmen den zweiten noch mit. Da muss ja alles sauber gemacht werden, ne? Hat ja hier Ewigkeiten keiner geputzt.
Eine Fackel, okay. Ja, nö, verzichten wir mal. Aber wir wollten rauf und jetzt geht's erstmal runter. Okay, wir verzichten vielleicht doch nicht auf eine Fackel. Ist aber gemein, dass es erst dunkel wird, wenn wir runterlaufen. Natürlich, wenn wir rennen, geht das. Wir können nicht runterrennen dann. Shit. Okay. Ein Gerudo Zweihänder, okay. Ach, haha, wir haben den Stein auf unsere Truhe gelegt. Das ist doch unsere Belohnung. Einen wunderschönen kleinen Topas haben wir bekommen. Weiß nicht, das sieht so aus, als ob da unten, guck mal, da wäre sogar ein Gang. Okay, der eine Geist geht schon mal auf Entdeckertour für uns, der ist aber ein netter Kerl. Ach, wir können die ins Feuer schubsen, deswegen haben wir den Fischer gerade angeboten bekommen. Boah, ich muss sagen, der Tempel gefällt mir gar nicht. Der ist mir viel zu düster. Oh, guck mal, das würde gehen. What the fuck? Warum hat das nicht geklappt?
Gerudo-Bogen. Sehr schön. Ach, natürlich. Na, immerhin astrein verbrannt haben wir die Leute. Hier ist das Felsen. Ich dachte, das wäre vielleicht ein großer Sandhaufen. Ach, guck mal da, da ist ein Nest. Er hat schon voll der Zauberstab an Super Mario, oder? Ja, macht das überhaupt einen Sinn, dass ich hier was kaputt mache? Guck mal, hier geht's durch. Weil die Gegner sind ja eigentlich relativ ohne Belang. Oh, der ist aber gut. Dann machen wir mal unser... So leid es mir tut. Ja, unser Käfigschild, das muss weg. Ich meine, wir haben keine Aufgabe bis jetzt bekommen. Mach die drei Sachen kaputt oder so. Ja, Elektroschocktherapie. Oh, jetzt ist auch mal kaputt gegangen, die Elektrolanze. Die haben wir echt lange schon bei uns gehabt. Das hat ja Jahre gedauert. Mächtiger Konstruktbogen. Ja, weg damit und den hier ran. Natürlich, ich schieße auf den Kopf, aber der Pfeil wird trifft das Schild. Stärkung durch Sonanium, die Topfkeule, okay. Ich meine, es ist ein Krug, müsste der... Jo, ist ja auch sofort kaputt gegangen. So... So, aber hier ist ja noch was.
haben wir denn noch Feines? Eine Truhe. Wie wunderbar. So, das gute Stück wird ja nicht ohne Grund da sein. Oder doch? Oder würde das in der Theorie... Wir müssen mal gucken. Okay, das kann auch von hinten beleuchtet werden. Schon mal gut zu wissen. Ja, das ist nicht so ganz, was ich mir vorgestellt habe. Du sollst nicht umkippen. Du sollst bitte einfach schräg stehen bleiben. Das will er partout nicht machen. Okay. Die Frage ist, ob da oben überhaupt was wäre. Wir könnten ja mal nachgucken gehen. Aber ich weiß ja nicht, das ist ein bisschen langweilig, oder? Wir machen jetzt einfach mal, wie wir denken, dass es richtig wäre. Indem wir jetzt irgendwas uns zusammenschustern, was wir am Ende wahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit nach, nicht mehr brauchen. So. Das macht es auch nicht so wirklich rund. Na gut, wir gehen erstmal hoch. Na gut, wir haben es wirklich nicht gebraucht. Warum war das da? Normalerweise, er wollte schon sagen, wird uns gesagt, was wir machen sollen. Na, sieh mal, auf einmal geht's. Sono Karakuriwa
この神殿の頂上へとつながっている。何時の力を使い、四つの蓄電池に雷の力を込めれば、からくりは目覚めるだろう。我が導きに従うがよい。Okidoki, dann lass doch mal machen, was er will. Nimm das mit meinem Monsterknüppel, kriegst du auf die Schnauze. Okay. Das sieht wieder so aus, als ob das Lichtdinger hier wären, die Statuen, ne? Reflektiert das Licht wieder. Weil sind wir bis hierher gekommen und können trotzdem... Ach, guck mal hier. Okay, wir dürfen das nicht in typischer Zelda-Manier schieben. Wir werden das also hier hin und her bewegen. Also wir würden erstmal Licht kriegen. Ich weiß nicht, müssen wir die alle wirklich nur in diese eine Position schieben? Also von nach unten kommt Licht hoch. Das wird hiergegen reflektiert. Das geht dagegen, okay. Warum sind die anderen beiden da? Wir finden es raus, wenn es soweit ist, aber... Das ist nicht jetzt. Guck mal, da ist auch wieder eine Lichtplatte. Nur damit wir ganz, ganz sicher sind. Was ist denn mit der Prinzessin? Wo ist denn die jetzt? Da ist sie. Nur mal sicher. Okay, null Auswirkung. Also vielleicht doch von da unten das Licht hier hochholen. Irgendwie. Irgendwo, irgendwann. Ich kann mir aber das nicht so recht vorstellen, das ist... Nee. Das glaube ich jetzt mittlerweile nicht mehr. Ich meine, wir hätten das dann hier schräg oben, dann bräuchten wir wieder eins. Und dann noch eins und noch eins und noch eins. Na, sieh mal da.
Die sahen doch komisch aus, die Steine. Prinzessin. Ey, die ist immer als letzter da von der ganzen Truppe. So, wir gehen gerade mal rum, nicht, dass wir hier vielleicht noch was haben. Nö. Spitze von meinem Stock ist kaputt gegangen. Und der macht so viel Damage, das ist aber hardcore. Okay, das ist einer der sehr starken von den Dingern. Das sind die komplett orangenen. Das sind die quasi Gegenstücke zu den weißen Goblins. Goblins. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Delta-Krieger-Konstruktoren. Okay. Okay. Vielleicht von unten drunter. Da oben drüber leuchtet es aber auch komisch rot. Wahrscheinlich lässt man sich eher reinfallen. Hier vielleicht irgendwo ein Gang bei diesen ganzen Säulen oder Figuren einlässen? Also auf der anderen Seite sieht es hier danach aus. Vielleicht gehen wir da mal hin. Und das wäre der Licht, hä? Ich meine, ich kann die Dinger rückwärts laufen lassen, aber was nützt mir... Ach so, wach, ja, okay. Ach. So, jetzt müssten sie, sind sie hoffentlich parallel. So dass sie immer gleichzeitig mal Licht machen. Jo, passt. Das heißt, es leuchtet jetzt da drüben als nächstes hin, wo die Prinzessin im Weg steht.
Okay, so langsam wird ein Schuh draus. Wo kommt der Spruch eigentlich her? Hat das ein Schreinermeister, genau. Der Schreiner hat es zu seinem Gesellen gesagt. So langsam wird ein Schuh draus. Kein Tisch, aber ein Schuh. Nee, hat das der Schuster zu seinen Gesellen gesagt, oder was? Oder wo kommt der ganze, wo kommt das her? Okay. Nächster Gang. Ach Quatsch mit Soße. Komm überall weiter. Ich bin sogar noch kreativer. Rein hypothetische Frage. Geht das? Okay, wo kommen wir da hin? Raum des Tageslichts. Oho, es hat geklappt. Ich hätte zwar gedacht, dass das komplett irgendwie anders wäre, aber ich kann damit leben, ganz ehrlich. Ich schätze mal, wenn wir das hier jetzt zur Seite nehmen... Und das hier drinnen noch mal ein bisschen gerade ausrichten, kriegen wir das auf der anderen Seite auch noch hin. Ja, siehst du. Aha, da kommen wir runter. Wo wir vorhin gesagt haben, da müssen wir vielleicht von oben rein. Sehr gut. Machen wir das Tor auf, damit sie auch reinkommt. Die springt ja sonst nicht runter, die faule Kuh. Na doch, jetzt kommt sie von oben. Stell mich nur wieder bloß. Kommen wir Nummer 2. Das müsste ja Nummer 3 jetzt werden. Okay, der Raum ist ein bisschen größer. Wo ist die Prinzessin?
Hey, lauf nicht weg. Muss. Wow, die hat aber jetzt lange gebraucht für diese kurze Strecke. Es sind auch verdammt viele Gegner gerade. Boah, wie lange der einfach braucht zum Sterben. So, das hat ja extra Haltbarkeit. Das machen wir da mal mit den sehr, sehr starken Kriegerhorn zusammen. Das hier kombinieren wir auch nochmal. Sehr gut. Okay, hier ist aber einiges. Guck mal hier, wie viele... Eisluftballons, Schwebesteine, ich meine, die einfachste Vorstellung wäre, sowas zu machen. Jo, war wirklich das Einfachste. Man hätte es anscheinend aber auch hier mit den Luftballons irgendwie lösen können. Guck mal, wir haben es schon fast geschafft. Noch einen. So, ist natürlich jetzt die Frage, wo ist der letzte? Wenn ich so die Wege mir angucke, guck mal, der geht... Stockwerk 3.
Ne, jetzt sind wir schon wieder eins zu hoch. Das hatten wir gemacht. Das ging, das ging, das ging. Da waren wir doch gerade eben, oder? Ach so, wir sind hier nicht rüber. Ha, ich habe ja die Dings benutzt, die Fähigkeit, um da hochzuklettern. Nimm das. Ach komm schon, warum laufen die jetzt hier nicht rein? Ach, das ist öde. Ach so, okay, ich hab's schon gerafft. So, wir müssen die Dings aufhalten. Oder? Wir probieren es einfach mal so. Die können wir gar nicht greifen. Okay. Soweit, so gut. So, und von hier geht's dann... Oh, nicht hier lang, da wird's runtergehen. Na gut, sieht ja eigentlich so aus, als ob es nur das hier machen müsste. Naja, fast. Da-da-da-da! Gott sei Dank war das kein Dunkel-Dungeon oder so, wie es der Anfang angedeutet hat. Schön, dass es nur so ein paar Rätsel waren. Wo es mir am Anfang gar nicht gefallen hat, hat er mir jetzt doch, glaube ich, am besten sogar gefallen. Weil er sehr kompakt wirkt.
So, jetzt müsste es ja theoretisch Bossy Bostheim heißen. Huch, Link, dieser Mechanismus scheint tatsächlich sich zu bewegen. Oh, es ist ein Fahrstuhl. Was leuchtet da? Na, ich schätze mal, das hier muss wieder zuerst sein. Die anderen werden vorher nicht kaputt gehen. Das hier zuerst kaputt machen. Natürlich, ich hasse das. Wieso macht die so viel Schaden? Ich habe keine Chance. Ist halt kein Dark Souls. Ich habe hier diese blöde Ausweichrolle nicht, ne? Dran vorbeigelaufen. Ach, Mann. Ist das auch wieder nicht geklappt hat. Sortieren nach Effekten? Nein. Ich wollte eigentlich nach Herzensmenge. Kraftobst. So viel zu essen und doch nichts Passendes dabei. Das gibt's hier gar nicht. Oh, hier ist nochmal sehr Gutes. Das müssen wir uns aber aufheben. Das hier. So. Erste Phase rum. Na, jetzt dürfen wir die Dinger kaputt machen, ha? Boah, das dauert lange, Mädel. Eins schon mal weniger. Ah, wir sollten vielleicht was essen. Komm,
Wow. So, jetzt müssen wir noch das Kleinkram wegkriegen. Davon brauchen wir noch einmal hier Mrs. Donner vom Himmel. Das gibt's ja nicht. So, was jetzt? Jetzt ist hier Licht. Und dann? Ne, da schießt es auf jeden Fall auch durch. Ich habe ja hier nichts zum Blenden oder sowas. Muss es dann einfach hier wieder mit Elektro oder... Ey, wo kommst denn du hier auf einmal? Ja nicht. Ja, geht doch auch wieder runter. Natürlich. Komm dem Winden bloß nicht so nah, das sagst du mir aber früh, Mädel. Schon bis nach Kansas geweht worden und dann sagt sie mir das. Irgendwie mehr gedacht, dass noch passieren wird, aber... Hey, immerhin. Es war gar nicht so schwer. Viel Damage, ja, aber... Ansonsten... Ja, guck mal, das heißt, wir haben jetzt 4 Tempel abgeschlossen. In der Theorie, wenn wir nach Breath of the Wild Manier gehen, wäre ja jetzt Schloss Hyrule dran und damit Endkampf, ne? Endboss. Aber werden wir noch sehen, vielleicht gibt's ja diesmal mehr Inhalt. Immer noch keine neue Reihe. Alter Schwede, wie lang die Herzensreihe jetzt hier schon ist. So viele, dass ich nicht mehr anständig gezählt bekomme. その血を継ぐ者ルージュよ。その声は我らにずっと話しかけてきていた。我は汝の遥か遠い祖先、初代ハイラル王に仕えたゲルド族の戦士にして雷を司る賢者なり。 力強き雷を放つ汝の戦いぶりは見事。さすがは我が子孫ゲルドの誇りよ。あれは砂人の元凶であり、魔王によって差し向けられた魔物。その目的は先ほど触れた石、秘石が汝の手に渡るのを防ぐことだった。魔王、秘石。 そう、その2つが汝に大きく関係してくるのだ。故に心して聞いてほしい。封印戦争と呼ばれる戦い、そして我が一族の宿命を。それは今より
遥か遠き過去の出来事。この地にハイラル王国が樹立され間もなくのこと。罪なき人々を襲い、その国を滅ぼさんとする巨悪が現れた。それこそが魔王、我らゲルドの長であった男が力への猛襲の末魔物と化した姿だが、それに対抗する。Na, meint ihr, die wissen mittlerweile, wer das ist? Weil der Krieg, der wird irgendwie nie beim Namen genannt, ne? ラウルは魔王と戦うためのすべとして奇跡を我らに渡した。それは持つ者の力を倍化させる秘宝。我もその一人、イカズチの賢者として奇跡を携え戦いに臨んだ。しかし奴は強大であった。我が雷撃にも動じぬ頑強さ、揺るがぬ覇気。ついに国王ラウルは魔王を倒すことはできないと悟り、己を犠牲にして封印することで戦いを終わらせる選択をしたのだ。それが封印戦争。そのしばらくの後、6人の賢者が1人、時の賢者が我が元を訪れ、ゲルド族の宿命を決定づけた。魔王の封印はいずれ解け、目覚めます。その時彼に、剣士リンクには対抗する力がなくてはなりません。どうか彼に力を貸してください。イカズチを司るゲルド族の力を。我らに成すべきことが定まった瞬間だった。魔王討伐は我らの大願。魔王を生んだ一族の責、その償いも込め答えよう。我がゲルド一族は魔王復活の時、再び雷槌の賢者として目覚め、剣士リンクと共に戦うことを誓おう。これが封印戦争の顛末と我が一族の宿命だ。汝らの活躍でゲルドの町は救われた。しかし魔王復活は近い。我が子孫ルージュ、どうかこの秘跡を継承し、我が時の賢者と交わした約束、剣士リンクと共に戦う誓いを果たしてほしい。リンクと共に戦うのがわらわの宿命だと。So. Das Gewitter, das kommt von mir. Nicht aus dem Spiel. Ich habe gesehen, der Pegel ist ausgeschlagen. Nicht sehr laut, aber trotzdem. Krass. イカズチの賢者、見よ、これが賢者の力だ。はリンク、手をこちらに。イカズチの賢者ルージュの名において
そなたと共に戦うことを誓う。受け取れ、これがその証だ。その指輪で、わらわの力はいつでもリンクと一緒だ。やっと、そなたに恩を返せそうだな。では、町に戻るとするか。Ja, krass. Da haben wir jetzt tatsächlich es geschafft, den Wüstentempel heute zu machen. Ich glaube hier irgendwie nie so dran, wenn ich mir was vornehme. Auch selbst wenn wir vor der Tür gestanden hätten, hätte ich noch erwartet, ich sehe irgendeine Kleinigkeit, der ich nachgehe und dann irgendwie den Weg doch noch raus aus der Wüste wiederfinde. Aber cool, freut mich. Jetzt hört wahrscheinlich auch der ganze Sturm in der Wüste auf. Link, mein Dank, dass du mitgeholfen hast, den Stamm vor Unheil zu bewahren. Man berichtet mir, dass mit Auflösung des Sandsturms auch die Gipto-Angriffe ein Ende fanden. Gewiss wird der Wiederaufbau einige Zeit dauern, doch dank dir können wir endlich wieder an der Oberfläche leben. Im Namen des gesamten Stammes der Gerudo danke ich dir. Doch bei aller Freude über unsere Rettung gibt es einen schmerzlichen Punkt. Wir konnten leider nichts Neues über Prinzessin Zeldas Schicksal in Erfahrung bringen. Nicht ganz, Beiler. Eine Kleinigkeit gibt es, die uns auf der Suche nach Zelda womöglich weiterbringen könnte. Als ich den Mysterienstein empfing, sah ich vor meinen Augen eine Art Vision, in der die Weise der Zeit erschien. So wurde sie von meiner Vorfahren bezeichnet. Und jene Weise sah der Prinzessin zum Verwechseln ähnlich. Diese Ähnlichkeit, sie lässt sich nicht als Zufall erklären. Eines steht fest, Zeldas Ebenbild wandelt auf Hyrules Boden und Elend folgt ihr auf Schritt und Tritt. Die uns bekannte Zelda und jene Weise aus der Zeit unserer Vorfahren gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Wenn wir annehmen, dass sie es tatsächlich ist, dann muss die Zelda in der Gegenwart eine andere sein. Und wir müssen herausfinden, um wen es sich handelt. Verzeih, Link, aber selbst jetzt, da uns keine Gefahr mehr durch den Sandsturm oder Gyptos droht, selbst jetzt kann ich Gerudo-Stadt nicht arglos den Rücken kehren. Zu vieles ist hier noch zu tun. Doch ich versichere dir, wir alle werden in diesen Gefilden weiterhin auch schon noch Spuren von Prinzessin Zelda halten. Und auch meine neue Macht als Weise soll dich begleiten. Ich werde alles für dich tun, was ich vermag. Link, du sagtest, du hättest bereits das Dorf der Orni, Goronia und das Dorf der Zoras besucht. Im Schwebposten sehnt man sich gewiss nach deinem Bericht. Ob du dich nicht vielleicht dorthin begeben solltest? Okidoki, da haben wir auch schon direkt gesagt bekommen, wo wir hin sollen als nächstes. Jetzt ist die ganze Gruppe weg.
Das gibt's ja nicht. Ich wollte mich einfach mal dazustellen. Ne? Ja, jetzt guckt sie mich nicht mehr an. Wenn ich mich umdrehe? Okay. Habt ihr es gesehen mit den Augen? Die hat mich im Moment lang beobachtet. Guck, Augen. Zu mir. Mist. Ja, ich krieg's nicht so ganz hin. Okay. Dann. Guck mal, wie er sie anschmachtet. So, Weiberheld, der Link. Ei. Da haben wir es für heute geschafft. Wunderbar. Wir haben den Tempel geschafft. Wir haben den nächsten Auftrag, wo es mit der Story weitergeht. Das könnten wir in der Theorie hier noch ein bisschen erkunden das nächste Mal, bevor wir weitermachen. Aber wir haben eine Menge erreicht und wir nähern uns, denke ich mal, dem Ende. Ich weiß es nicht. Wir lassen uns überraschen. Aber schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und bis dahin habt eine ganz wunderbare Zeit. Und auf Wiedersehen. Bye, bye.